Dann lade ich jetzt ein, ganz besonders alle Seelen, die in den Zwischenwelten sind und die sich Sorgen gemacht haben oder noch Sorgen machen, dabei zu sein, damit diese Heilung auch für diese Seelen, die in den Zwischenbereich sind, jede könnte von uns passieren, Mitgefühl mit allen Seelen, die auf dieser Erde rumwandern, nicht im Licht sind, aber ihr Körper verlassen haben. Ich lade alle Meisterenergien, die 10.000 Buddhas und Heiligen und wie sie in jeder Kultur heißen, fällt mir jetzt die anderen nicht ein, dabei zu sein, mitzuwirken, Mullahs, nee, wie heißen die? Also alle Meisterenergien, die Intelligenzia, die planetare Intelligenzia, die genetische Bruderschaft, die weiße Bruderschaft, alles, was ist, lade ich ein, mit dabei zu sein für diese große Reinigung. Und weil wir es zusammen machen, ist es 1000, 10.000 Mal stärker, wie wenn wir es für uns oder für jemand anderen machen. Diese organismische Sicht der Heilungen ist in der neuen Energie und in der neuen Zeit. Wir reinigen Altes, damit das Neue leichter wird. In deinem Körper sind diese Sorgen gespeichert. Spüre, wo sie gespeichert sind, damit du die Veränderungen sehen kannst. Und auch wenn du keine hast, es ist meine Information jetzt, die sind trotzdem in deinem Körper gespeichert, besonders immer unterhalb der Clavicula, wie heißt das, dieser Knochen. Das spüre ich jetzt sehr, sehr stark. Also, auch Menschen, die im Licht sind, es ist meine Wahrnehmung, sind trotzdem auch in Sorgen, weil solange nicht die ganze Menschheit diese Energie gereinigt hat, wird von allen mitgetragen. Und deswegen mein Luxus ist es, dies für alle zu tun, dann ist es von meinem System einfach auch weg. So, ich lade ein, mit der Reinigung zu beginnen. Und es entsteht eine Lichtsäule, ein Lichtstrahl in der Mitte von uns alle, der gesteuert wird von Inner Circle, der Meisterenergien. Und übergebe die Führung dieser Inner Circle. Jetzt geht in die Wahrnehmung von das, was geschieht.
Dieser Prozess wird 10 Minuten dauern und es ist voll im Geschehen. Ich habe richtige Blitze, Farbblitze, Explosionen gehört, so wie wenn alles, das so fest gefahren war, dass es richtig wie geknallt hat. Knall, knall, knall. Und also bei mir hat es die Sinnesorgane wieder geöffnet. Nase, Augen, Ohren. Und wie heißt dieser Knochen hier? Ja, und diesen Bereich dauert noch ein bisschen. Anscheinend haben wir das auch hier alle gespeichert. Ja, und die Kopfhaut reinigt sich auch. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist oder allgemein. Ich denke, es ist wichtig, in die Wahrnehmung zu gehen von das, was geschieht. Ich würde gerne einfach auch drin bleiben, aber ich spreche es aus für die Freunde, die jetzt in der Sendung sind und dies auch nicht wahrnehmen. Es ist meine Freundschaft, mein Dienst, es mir unbequem zu machen manchmal, aber in der Freundschaft ist es schön und es ist gut. So, das heißt, im Körper spürt das, was sich im Körper verändert. Die Wahrnehmung der Veränderung ist die Schulung, damit wir dankbar sind und wahrnehmen, durch Erkennen sind wir dankbar. Und wenn wir erkennen ganz genau, was jetzt geschieht, öffnen wir auch neue Türen, neues Paradies, neues Bewusstsein. Der Prozess ist noch im Gange, aber die Einladung, Körperreaktionen zu benennen, ist in deinem Interesse, denn wenn du es benennst, dann verstärkst du das bei dir, deine Wahrnehmung. Und das ist ein Zusatzbonus, wenn man benennt, was man wahrgenommen hat. Man bekommt eine bessere Note da oben. Komm gleich, Taschentuch. Ja, Dankeschön an alle. Ich bekomme eigentlich nie Resonanz von den Seelen,
die in den Zwischenbereich sind. Und hätte ich gerne Resonanz. Weil alle Seelen, die in den Zwischenbereichen sind, noch nicht im Licht sind, ist unsere Aufgabe zu helfen, damit jeder nach Hause kommen kann. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und es gibt für jede Person 15 Seelen, die nicht im Licht sind auf dieser Erde. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, meine Intuition. Meine Intuition vertraue ich 1000%. Das heißt, wir haben viel Arbeit, nicht Arbeit, es ist uns eine Ehre, aber wir vergessen das oft. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit die Zwischenwelt uns vertraut, wenn wir solche Heilungen machen. Inwieweit diese Kanäle geöffnet sind. Stell dir vor, dein Großvater oder Großmutter ist gegangen und will ständig dir was sagen und du hörst nicht zu. Oder deine Eltern oder du bist Eltern, verlässt deinen Körper und dein Kind ist da. Und du sprichst zum Kind und das Kind hört nicht zu, ist unbewusst. Und du bist immer da, Tag und Nacht und versuchst einfach auch zu kommunizieren, wie schwierig es ist. Und viele sind auch in dieser Situation. Pro Person sind 15 Seelen, die nicht im Licht sind. Ich möchte eine Weltmeditation machen, ein Welttag für die Seelen, die nicht im Licht sind. Es ist so, wie wenn wir haben was zu essen und draußen ist jemand, der nichts zu essen hat. Das ist eine Schande. Ich will keine Schuldgefühle machen, sondern je mehr Seelen nicht im Licht sind, desto mehr Dunkelheit ist auf dieser Erde. Je weniger wir die Birne putzen, desto weniger wird sie scheinen. So einfach. So, Dankeschön. Jetzt eure Resonanz und dann sind wir fertig. Ich war vom Stream getrennt.